So, moin moin und willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Weiter geht's mit Dark Souls. Beim letzten Mal haben wir dieses fette Viech da besiegt, was uns sozusagen im Weg war und uns den Weg nach Lothric sozusagen freigemacht hat. Aber wir können da irgendwie nicht längs, weil es nur ein Abgrund ist. Gut. Ich bin jetzt nach hinten gereist, weil ich erstmal ein paar Sachen verkaufen möchte. Und dann auch ein bisschen aufsteigen möchte in meinen Sachen. So, ich verkaufe mal hier. Ich habe doch hier irgendwie so einen Schrott gesammelt. Also das kann ich eh nicht gebrauchen. Kann weg. Lassen wir noch drinne. Hier, die können wir auf jeden Fall weg. Ein fettes Attribut haben wir gar nicht. Wir wissen nicht mal, was es ist. So, was ist das denn hier? Also, das Ding können wir nutzen. Und gibt uns gleich ein bisschen mehr Robustheit. Aber es wiegt natürlich auch ordentlich was. Ist die Frage, ob man das trotzdem benutzt oder nicht. Wir behalten das mal. Die Ritterrüstung, klar, gibt ihr uns mehr Schutz. Aber wir sind ja nun mal ein Zauberer und wollen auch beweglich bleiben. So, hier die Hosen. Die brauchen wir eigentlich auch nicht. Geh weg. Geh weg. Also hier sieht es eigentlich gar nicht so schlecht aus. Die lassen wir auch nochmal drin. Gut, die lassen wir auch drin. Perfekt. Können wir irgendwas kaufen? Hier noch was Neues? Was irgendwie mächtig für uns wäre oder passend? Eigentlich nicht, ne? Gut, auf jeden Fall können wir mit ihr hier reden. Und auf jeden Fall aufsteigen. So, gucken wir, was wir aufsteigen können. Die Zauberei auf jeden Fall. Und die Kondition auch nochmal ein bisschen. Ist ja auch immer ganz praktisch. Oh, machen wir aber mal. Bam. So, jetzt ist natürlich die Frage. Ich könnte natürlich auch meine Seele auf, diese Seelen aufbrauchen, die ich habe. Die Frage, ob das Sinn macht hier bei dem. Werkzeuggürtel, Finstersymbol. Okay. Weil wir haben ja hier im Inventar von dem Gegner, von diesem Wort vom Nordwindtal, das bekommen. Das würde uns natürlich wahrscheinlich Seelen geben. Bekommt man dann da einmal Gegner, bekommt man wahrscheinlich ordentlich Seelen. Da ist die Frage, ob man das nicht auch nachher noch wieder gebrauchen kann für irgendwas. Nicht, dass wir daraus irgendwas schmieden können. Fragen wir ihn doch mal da hinten, der muss es ja wissen. Das wäre so ärgerlich, wenn ich das verbrauche und das dann ist komplett weg. So, Waffe verstärken. Kann man die verstärken? Dafür brauchen wir noch zwei Titan-Nietscherben, die haben wir nicht. Das könnten wir hier, aber will man das? Nee, will man nicht. Gut. Durchwirken. Was ist denn durchwirken? Genau, also wir können natürlich hier ein paar Sachen durchwirken. Dadurch würde man hier irgendwas bekommen. Kettenbrecher. Ach, jetzt kann ich hier auswählen, als was es werden soll. Guck mal hier. Gealte Kette, Edelstein. Hier würde man krunen Edelstein benutzen. Und hier würde man feurigen Edelstein benutzen. Okay, also eigentlich wird es nur hier stärker für uns. Denn hier wird das alles schlechter, kann das sein? Also das sind die physische Sachen, werden vermindert dadurch. Müsste ich mich noch ein bisschen mit beschäftigen. Lassen wir das nochmal weg. Irgendwas reparieren müssen wir nicht. Gut, ja, lass uns mal zurückreisen und den Kram da machen, den wir uns ausgedacht haben. Nicht den Kram machen, sondern durch diese Tür gehen vom letzten Mal. Wo wir nicht genau wussten, ob dein Gegner ist oder nicht, wo ich ein bisschen Angst hatte. Das machen wir jetzt einfach mal. Reisen wir direkt dahin. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass dort wirklich ein nächster Boss kommt. Und eigentlich wäre es schön, wenn wir nicht noch einen besiegen müssten, aber da kommen wir wohl nicht drum herum.
Oh, ich stand auch da oben noch schnell. Dann haben wir natürlich die beiden Megaschurken hier. So. Den warten wir noch mal kurz, den besiegen wir, wenn er weggeht. Denn so ist mir der zu hart. Oh, jetzt sind wir weg hier. Okay, machen wir ihn doch ein bisschen anders platt. Das dauert noch zu lange. Okay, lassen wir versuchen, ob wir da reinkommen. Ach, das wird bestimmt. Das wird schon auch nicht einfach da drin, aber wir suchen es mal. Mal sehen, was dann passiert. Ist dieser andere Gegner wieder da? Hier oben? Oder ist er auch weg? Der ist schon wieder da? Okay. Sollen wir den nochmal besiegen? Dann kriegen wir nochmal was Hartes, was Cooles für. Probieren wir es nochmal. Okay, gib mal, also den brauchen wir nicht nochmal besiegen. Ich glaube nicht, dass wir da jetzt was Cooles bekommen von denen, aber egal. So, lass uns mal jetzt da reingehen. Bin ich auch ein bisschen gespannt, was da drin ist. Okay. Puh, das ist schon so groß, ne? Ich warte jeden Moment, geht es bestimmt gleich los wieder. Hurra für Leuchtfeuer und dann Hurra für Hinterteil, was? Verzweiflung. Ach, hier kann man reden, okay. Ah, the wait has been long, unkindled one. I am Emma, High Priestess of Lothric Castle. Allow me to speak frankly. You will not find the Lords of Cinder here. They have left, gone, to their churning homes, converging at the base of this castle. Head to the bottom of the high wall. Forge on through the great gate and raise this banner to proceed. Ach, jetzt kriegen wir ein Banner von ihr, okay. This farewell gift is for you. Okay. It is the insignia of an old covenant. If you fear trespassers, dark spirits drawn by the embers, then etch this upon your heart, and the old Concord will beckon noble blue sentinels. To hunt these foul spirits. Okay. What is wrong, Unkind? Are you not a Lord Seeker? Head to the base. Is this not the calling of your kind since ages past? Okay. Gucken, ob hier noch irgendwas ist hier irgendwie. Hurra für alter Kauz. Ja, irgendwas einsammeln? Gibt's hier noch irgendwas? Sieht so edel aus hier und dann ist hier gar nichts. Okay, aber jetzt haben wir das Banner. Das heißt, das Banner müssen wir da hinten. Ich dachte, hurra für Hinterteil. Wieso ist da hinten irgendwas? Da ist auch eine Treppe da oben. Kommt die nochmal runter irgendwann? Seht ihr das auch? So eine Leiter? Naja, okay. Na gut, können wir wahrscheinlich nicht so viel machen. Dann lass uns mal zurücklaufen und das Banner da hinsetzen. Das ist natürlich cool. Können wir uns dann einfach nochmal speichern davor, also ein bisschen so neu starten, denn jetzt haben wir ja was verbraucht hier, das machen wir jetzt einfach mal.
da. So, und hier kann man gleich das Banner hochziehen. Stand doch irgendwo, ne? Banner hochhalten. Ah, jetzt geht's auch. Okay. Oh. Ach du Scheiße. Oh, gleich zwei von den Biestern. Drei von den Biestern. Okay, Zwischensequenz. Ah, das ist sozusagen unser Taxi oder was? Ist ja nett. Da ist auch ein. Okay. Das sieht schon ganz ordentlich aus hier. Na, pass mal auf. Bevor wir hier weitergehen, ich mache mich noch mal eine Nummer stärker. Ist das okay? Oder? Weil ich habe ja jetzt genug Seelen gesammelt und die wollen wir dann auch gleich dafür benutzen. Unitöter Großvölker. Wie kann der? Ja. Welcome, Hospik. Very well. So, wir machen nochmal hier die Zauberei ein bisschen stärker. Huch. Perfekt. Farewell. Und gleich wieder los. Gut. Bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Man muss ja immer vorsichtig sein bei dem ganzen Kram. Jeder Schritt könnte ja auch der letzte sein. Aber wir gucken mal. Alles. Ist irgendwas? Nee. Wir werden alles durchsuchen hier. Da, noch nichts. Ah, liegt doch jemand. Hast du was Feines für mich? Eine große Seele eines verlassenen Leichnams. Perfekt. Hier ist die Mauer kaputt. Kann man da runter? Oh, ich kann mal bestimmt, aber dann ist man tot, würde ich sagen. Huch, die hinten drauf. Okay. Gut, müssen wir schon aufpassen. Oh, da unten sind schon mal ganz viele Gegner. Mal, was wir da machen können. Kann ich von hier oben vielleicht abschießen? Oh, das Tor geht auf. Oh, da kommen Hunde. Ach, guck mal. Die schnappen sich die. Das ist ja cool. Warte mal. Lassen die gerade auf, da alle? Können wir uns dann schon um die Hunde kümmern? Vielleicht? Oh. Oh. Wow! Oh! Das gibt's doch gar nicht! Alter Schwede, die haben uns komplett das Leben weggenommen! Oh, verdammte Axt, ey. Und jemand was fallen gelassen? Nee. Scheiße, ey. Guck mal an da oben. Und cool. Ist die Frage, durch die nur wohl? Wir gehen erstmal hier längs. Nochmal 200. Der Schädel. Na. Okay, es lohnt sich fast gar nicht weiterzugehen, aber wir machen es trotzdem mal. Was sind das denn für Figuren hier? Please, grant me death. Undo my shackles.
Was hat er gesagt? Ah, nicht aufgeben. Ach, ich kann reden, okay. Oh, then it's true. A champion of Ash, as I live and breathe. To be in your presence is a great honor. I am Mjoll of Londor, a pilgrim, as you can see, only somehow I failed to die as was ordained. Well, perhaps my calling lies elsewhere. Say, champion of Ash, how does the idea of taking me into your service strike you? I was once a sorcerer. Surely I can be of use. Auf jeden Fall. Nimm seinen Dienst an, nicht so. Nimm den Dienst an. I am honored, truly. I should be dead. Yet you have granted me purpose anew. I, Mjoll of Londor, do solemnly swear myself to you. Okay. Okay, ist das wie in den anderen Teilen? Wird er wahrscheinlich nachher beim Feuerschrein sein oder so, ne? Was denn hier? Achso. Gut. Sind hier noch mehr, die hier heulen? Ne, aber das ist eine Seele. Hier in Heimatknochen, okay. Ja. Würde ich ganz gerne mal kontrollieren, ob der wirklich da ist. Das wäre ja ganz cool. Bevor wir da vorne reingehen. Weil wir haben jetzt ja eh unser ganzes Leben und alles verbraucht. Weil wir wieder so unvorsichtig waren. Aber vielleicht können wir das machen. Das wäre doch cool. Das machen wir jetzt noch einmal. Müssen wir wahrscheinlich alle nochmal besiegen. Aber vielleicht sind wir diesmal ein bisschen freier und schießen die von oben ab oder so. Ich guck mal gleich, wie wir das machen. Wir rennen einmal zurück. Ich will sehen, nicht, dass der Zauberer mir da irgendwas noch beibringen kann. Das wäre natürlich auch ganz geil. Mal gucken. So, wir reisen einmal zurück zum Feuerwandschrein. Und da müsste Yondor von Londor ja sein, oder? Gucken mal. Wir müssen schon suchen. Der wird wahrscheinlich nicht einfach so rumsitzen. Warte mal. Kannst du was testen? Nicht so viel gegeben. Egal. Seht ihr den? Ich sehe den nicht. Also müssen wir den mal suchen. Der wird hier garantiert sein. Hundertprozentig. Der versteckt irgendwo. Da hinten ist er doch. Guck mal. Sehr gut. Oh, our champion of Ash. Welcome home. Na, nicht dafür. This pilgrim, with a debt in death, hardly deserves to behold this divine flame. And I never would have, had you not taken me into your service. I thank you dearly for this, and assure you of my leal service. Okay. Wahre Stärke. And shall we begin? Bearer of the dark sign, let your true strength shine. Was kann ich denn machen? Achso, der gibt mir einfach mal kurz sowas, oder was? Okay, das konnte ich einmal bei ihm machen. Einmal oder was? Ich kann was kaufen bei ihm. Was ist das denn hier? Seelenpfeil. Schwerer Seelenpfeil. Seelengroßschwert. Greift mit einem Großschwert Seelen an. Steckt die rechte Waffe. Okay, das ist natürlich cool. As I have said, I was once a sorcerer. Okay. Alas, the magic of Londor is a far cry from the wonders of Vinheim. But I can teach you what I know. Perhaps, more importantly, I believe that I can help tease out your true strength. We pilgrims of Londor are keenly aware that those branded by the dark sign possess something quite special.
herbeiwinken bekommen, okay. Be safe, Champ. Okay. Gut, das ist natürlich auch nicht schlecht, haben wir mal so ein Ding da bekommen. Warum wir jetzt nichts dafür bezahlen mussten, weiß ich allerdings nicht. Aber das macht ja auch nichts. So, wir reisen wieder zurück. Und jetzt mal gucken, ob wir die Hunde nochmal besiegen müssen oder ob die vielleicht jetzt einfach weg sind, dass es ein einmaliges Ereignis war. Ist ja oft auch so. Sieht fast so danach aus. Wohl, nee, da sind ein paar Gegner. Wir machen mal gleich hier auf schwerer Seelenfall und schießen von oben runter gleich. Müsste ja auch funktionieren, oder? Na, guck mal, es geht auch wieder auf, glaube ich. Okay, das fällt auch nicht von hier. Blöder Köder, du kriegst auch einen ab. Hol das Bällchen, hol es. So. Dann sind auch welche, die brauchen wir aber nicht mehr killen, weil wir können direkt die Tür aufmachen, oder? Denn, ja, mehr wüsste ich jetzt auch nicht. So, hier ist ein Schalter. Okay. Das Tor lieber wieder zumachen. Moment, lass es offen, ne? Da ist schon wieder so ein Ding, das nehmen wir mit hier. Da geht's ja gar nicht. Steht da bestimmt der Typ wieder da. Und die Hunde auch, okay. Runter, dann können die Hunde uns nichts anhaben. Perfekt. So. Gegner hier sind, aber... Hä? Kleines Lederschild, okay. Hört sich irgendwie Bienen oder Wespen oder sowas, ne? Okay, er ist runtergefallen. Den könnte ich vielleicht auch irgendwie noch schnappen. Verkohltes Harzbündel, okay. Wie hier, ist hier unten irgendwas da? Der ist da.
Gibt noch mehr Gegner? Ich sehe hier leider nichts, das ist das Problem. Da ist jetzt auch noch einer. Das Harzbündel, was immer das ist. Ach, sind die Fliegen, fliegen über die Leichen, deswegen riecht das so, wollte ich gerade sagen, deswegen ist das so laut. So, ein bisschen Lärm machen hier, ne? Und zeigen, dass wir da sind. Da oben läuft auch irgendwas. Okay. Da oben läuft irgendwas, aber da kommen wir nicht hin, ne? Kann ich den von hier oben vielleicht auch killen? Ne, da komme ich nicht. Doch, warte mal, es geht hier noch eine Etage höher. Kann ich da von da irgendwie hinkommen zu dem? Ne, das sieht nicht so aus. Okay. Hier draußen. Aha. Hier ist auf jeden Fall einer, der hängt da. Fällt runter. Oh! Uiuiui. Das ist nicht so stark. Reparaturpulver, auch nicht schlecht. Noch mussten wir nicht so viel reparieren. Aber das kommt ja vielleicht noch. Jetzt können wir sogar runtergehen. Jetzt liegt da sogar noch eine extra Leiche mehr, die wir plündern können. Was super ist. Glaube ich. Zumindest wenn sie coole Sachen dabei hat. Oh, da liegen... wie viele Leute sind das da bitte? Kann ich da einfach hingehen oder muss ich die... oder muss ich gegen alle die kämpfen? Noch ein von Loretta. Anscheinend muss ich die alle gar nicht killen. Hm. Die scheint denen so ein bisschen egal zu sein, kann das sein? Beide runtergeplumpst. Hm? Okay, noch weiß ich nicht, was hier passieren soll. Okay. Vergiftet die Sau, glaube ich. Kann das sein? Und schön war sie auch nicht gerade. Guck mal an diesen Brocken. Oder? Oder hier? Ich weiß nicht, ob wir die alle killen sollen, aber wir können es. Weil da sind ja eigentlich Sachen, die man einsammeln kann. Wir versuchen es einfach mal. Mach die jetzt alle weg.
Ätzelscheibe, cool. Vierzackflug. Ja, das ging ja cool. Blut, ja. Wir haben sie jetzt alle platt gemacht hier. Ich weiß nicht, ob wir das alles hätten machen müssen, aber lass uns doch mal froh sein. Ist hier irgendwas in diesem coolen Brunnen drin? Scheint nicht. Da unten ist aber noch einer. Da hinten, da können wir auch einen weggehen, ne? Ich gehe mal hier überall längs jetzt hier, weil es gibt ja so viele Wege anscheinend hier. Bloß ich finde es auch ein bisschen gruselig, wenn ich nichts richtig sehe als unbekannten Reisen, dann auch nicht schlecht. Aber hier gibt es keinen geheimen Weg oder so, ne? Ne, okay. Der ist schnell, der kleine Spacko. Wirklich schnell, also war richtig flott gerade, fand ich. Na gut. Huch, da geht's runter. Guck mal hier, was da unten drin ist, ne? Okay. Wusste nicht, dass die angreifen können. Lässt sich von der Seite nicht öffnen, okay. Gut, mehr gibt's hier aber nicht. Geht aber ganz kurz hier hoch. Ist hier so eine kleine Abkürzung aufgemacht oder was ist das? Hier waren wir ja schon, es ist ja oben, genau. Hier gibt es nichts, okay, aber es ist vielleicht ja so eine kleine Abkürzung, ich weiß es nicht. Vielleicht auch nicht. Oh. Okay, das müssen wir so erledigen. Die müssen wir schon. Wo, kann man die an irgendwas erkennen? Muss man gucken gleich mal. Ich muss mal gucken, ob man die erkennen kann an irgendwas. Wenn die sich so, wenn die so zappelig sind. Bestimmt, ne? Da. Aber sehen die anders aus als die anderen? Sind beide. Und hier? Der hier nicht. Die sehen genauso aus. Hier aber nicht. Hm. Gibt bestimmt irgendwie was, wo man das wieder erkennen kann, aber ich sehe es gerade nicht. Okay. Versucht rechts. Nein! Wow! Bin ich beinahe da runtergeplumpst, ey. Versuch rechts. Danke dafür. Wir sind jetzt unbekannten Reisenden. Alter, das war ja mal nett. Aber hätte auch schief gehen können, ne? Sollte ich eher hauen, als immer zu rollen. Oh! Was war das denn? Was war das denn gerade? Ach, da schießt jemand von da oben auf uns. Da hängt so ein Zauberer da oben.
Das ist auch so eine fette Tante, die wir schon mal gesehen hatten, ne? Okay. Hier reingehen kurz. Ist hier irgendwas? Hier kann ich einfach nur so reingehen, ne? Okay. Okay, sie darf uns jetzt auch nicht hier im Ganzen abschießen. Trifft sie uns hier durch, die Wände durch? Nee, nee, ist das wohl nicht. Hm. Ich glaube, noch mal reingehen. Oh. Oh, fuck. Ja, was hier nehmen. Warte, noch mal. Okay. Eine Peitsche. Hm. Peitschen finde ich auch ganz cool eigentlich. Mal den Typen noch mal killen hier, der jetzt kommt. Viele Gegner hier. Also das ist viele Gegner, aber ja doch, viele Gegner. Ach, guck mal hier. Oh, vorsichtig, vorsichtig. Titanitscherbe, geil. Brauchen wir noch eine, dann können wir unseren Zauberstab auch verstärken, was natürlich ziemlich cool wäre. Können wir noch eine finden hier irgendwo. Ah. So. Was steht denn hier? Vorsicht vor Monster. Kann man rübergehen? Da könnte man sich natürlich fallen lassen und da versuchen raufzukommen, aber das mache ich jetzt mal nicht. Doch, ich will doch hier so ein Viech, was man umhauen muss. Da unten ist es. Da will ich zu viel Leben. Das machen wir, das holen wir gleich noch, aber dann gehen wir hier längs. Klettern wir mal hoch. Noch eine Titanie, perfekt. Also jetzt haben wir es zusammen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ihre Erfindung auf dem Tempelritter ist eingetreten. Ach scheiße. Ach Mann. Da kommt er. Shit, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, muss ich zugeben.
Weiß ich gar nicht, gegen Leute kämpfen hier. Eher müssen wir eher offline spielen hier, oder? Ah, schaff ich nicht, das Ding ist schon weg. Okay. Leicht ärgerlich. Wo willst du hier hin? Ach, guck mal. Das zünden wir doch mal. Mach mal. Basteln wir nochmal schnell. Oder? Oh, du Affe. Ihre Pizzageist haben wir zerstört. Bande der Wirbelsäule. Sehr gut. Rasten wir noch mit dir. Und aufstehen. Oh, scheiß auf den Typen. Oder? Scheiß auf den Typen. Gut. Wie kriege ich denn diesen einen Typen da? Kann ich da irgendwie reinspringen? Das würde mich nochmal interessieren. Also wie ich das... Okay, so was springen. Gut. Irgendwie springen geht nochmal. Rostige Münze. Oh, wisst ihr was? Kann auch direkt wieder hier... rüber. Vielleicht ist das ja sogar eine Tür, die man aufmachen kann hier. Und das ist eine Abkürzung. Okay, ne, von der anderen Seite wird es eine Abkürzung. Auch nicht schlecht. So. Leatherface alle Ehre machen.
unten noch irgendwas finden hier? Nee. Wo sind wir hier? Riese, aber Loch voraus. Was? Wie bitte? Was sieht denn da? Ich sehe gar nichts. Hä? Okay. Alter! Was? Was ein Scheiß! Okay, dann müssen wir anders angehen. Aber dann müssen wir unsere Seelen wiederholen. Ich höre das letzte Ding jetzt oben. Jetzt holen wir uns das mal. Gucken, was das rauswirft. Scharfer Edelstein, okay. Alter, wie kacke, ey, wie das ist. Ich muss meine Münzen wieder haben, meine Sachen wieder haben. So, jetzt holen wir uns das da hinten mal. Da oben von diesem Turm, da schießt er aus. Okay. Wieder zurück. Und dann sieht er, wie das da einhämmert, ne? Kommen wir alle raus? Und der haut die alle weg. Ich hoffe, er trifft die alle, damit wir auch da mal hinlaufen können. Ja, guck mal, aber wir sind Gott sei Dank noch weggekommen. Kann er hier hinten auch platt machen, bitte? Die muss er doch auch treffen, da hinten, oder nicht? Ja, die haben auch weggemacht, okay. Es ist dann nur noch einer, bis wir ins Haus reinkommen, oder? Die muss er da auch noch wegschießen, da. Das wäre gut für uns. Genau so. Okay, das war dumm. Aber da liegt ja jemand, da müssen wir noch rankommen irgendwie, oder? Wieso kann ich denn da nicht rausspringen? Das ist doch wieder so nervig. So wenig Anlauf, ich brauche mehr Anlauf.
Geruchssense, okay. Kann auch wieder nichts mehr anfangen. Okay, müssen wir da drüben rein? Wahrscheinlich rennen, ne? Aber hier schießt er auch nicht mehr, kann das sein? Hm. Vorsicht vor Suppe. Kriegt wahrscheinlich einen Pfeil direkt in die Fresse. Okay, ich höre es mal auf. Nicht voraus Illusionen, aber vorsichtig angreifen. Okay, was ist hier? Vorsicht hinten. Das ist so ein Riesenplatz, ist immer blöd irgendwie, ne? Da beten sie wieder. Dieser Baum sieht irgendwie nicht so geil aus, da wie so ein Kokon. Okay, gehen wir erstmal in eine andere Richtung. Erstmal Vorsicht, Suppe. Na komm schon, krieg dich gefasst. Kein Leben mehr. Was uns fehlt, ist eigentlich ein Heilungsspruch oder sowas, ne? Kann das, glaube ich, nicht, ne? Stachelstreitkolben, okay. Wir haben kein Leben mehr, aber wir müssen noch zu irgendeinem. Oh. Da steht schon ein großer, verderbter Baum, stand da. Okay. Zumindest ist der Hund da unten, der nervt mich am meisten. Oh nein! Kommt der Herzhund? Jeder wieder runter, ne? Okay, pass auf, versuche ihn von hier oben kalt zu machen. Gut. Den Typen da unten. Es gibt hier noch vielleicht so einen Feuerbandschrein. Wisst ihr, dass ich da nochmal. Ey, so ein Feuerbandschrein. Eine Feuerstelle.
Aber ich finde hier keine leider. Oh. Wo ich ihn gerade noch gesehen habe. Gut. Also irgendwie. Kann da nochmal hochgehen kurz? Oder hinten hingehen? Dann steht wieder so ein Sensentypen. Typ. Ist hier irgendwas anderes? Ja, ja. Hier bleibt der eh sitzen, ne? Ach, guck mal hier. Da ist noch einer. Oh! Verdammte Axt! Wie gemein war das denn? Wie gemein war denn der Typ, bitte, ja? Okay. Eigentlich will ich nur bis zum nächsten Schrein kommen. Die Frage, wo der ist, ne? Da drüben vielleicht? Oder hier oben? Der mich killen wollte gerade da. Oh, ich habe echt ein bisschen Panik hier gerade. Den ganzen Weg wieder herlaufen muss gleich. Ah, da oben ist einer, okay. Und wo der jetzt runterschmeißt, habe ich jetzt gerade gar nicht gesehen, muss ich zugeben. Aber lass uns aber hier unten längs gehen und da erstmal alles wegflanken. Und gucken, ob wir da irgendwann einen Weg finden. Oder? Oder oben längs? Ach, das ist echt schwierig. Oben wäre eigentlich besser, ne? Ist nur die Frage, wer von mich, wer auf mich, wer auf, da auf mich schießt. Explosive Fässer, oder? Okay. Noch einmal einer sein. Ich komme da nicht hoch zu dem. Die Tür können wir nicht aufmachen von hier. Nee, können wir nicht, ne? Die werde ich öffnen, okay. Okay. Okay, okay, okay. Ich hab's schon verstanden, Leute. Die Frage, wo dieser neueste Feuerbandschrein, sag ich mal, wo die nächste Leuchtstelle ist. Wollen wir hier längs gehen? Da ist einer runtergesprungen gerade.
Okay, hier geht's auch irgendwo hin. Wo geht's hier runter hin? Okay, Ratten. Ich hasse Ratten. Die Ratten sind einfach nur scheiße. Erstens geben sie Gift ab. Na gut. Bevor wir da unten weitergehen, können wir das hier oben erstmal ein bisschen umschauen. Okay. Arbeiter gewandt. Da sind zwei von den Fetten. Ich habe da unten ist, oh, da ist ganz viel. Wie kommen wir denn da runter? Ach, bestimmt die Kanalisation wahrscheinlich. Da gibt es hier einen Weg runter. Da gibt es vielleicht auch einen Weg runter. Ach Mann, das gibt so viele Wege. Und die Zeit läuft hier, ne? Pass auf. Okay, dass der Typ das werfen konnte, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das ist ja ärgerlich. Das ist ja wirklich ärgerlich. Na gut. Ich renne nochmal schnell hin. Ding haut doch echt mal rein da. Verdammte Axt. Okay, jetzt haben wir unseren ganzen Punkt da hinten verloren, denn ich kann ja nicht mal mehr mein Leben auffüllen. Shit. Na los. Das war's, okay. Dann hören wir auch direkt auf hier. Versuchen beim nächsten Mal weiterzukommen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.